Was ihr hier seht, bin ich, BVB-Fan seit meiner Geburt. Aber ihr hört die Stimme eines Übersetzers, denn ich bin gehörlos. Mein Blut ist nicht rot, würde ich sagen. Es ist schwarz-gelb. Gehörlose Menschen hören nichts, aber dafür fühlen sie umso mehr. Und gerade in Dortmund spürt man die Südtribüne so richtig. Hallo, ich bin Pascal Kleinmeier. Ich bin 30 Jahre alt und wohne hier in Dortmund. Bald bin ich 9 Jahre erster Vorsitzender vom DEF BVB Fanclub. DEF ist Englisch und bedeutet taub. Und dann gibt es noch diese Hand mit dem ILY. Das bedeutet I love you. Mittlerweile sind wir der wohl größte BVB DEF Fanclub überhaupt. Der BVB unterstützt uns im Stadion, damit auch gehörlose Fans barrierefrei das Spiel verfolgen können. Jeder Mensch hat verschiedene Bedürfnisse. Bei Gehörlosen, die brauchen einen bestimmten Service, um das komplette Spiel zu verfolgen. Und wir sind einfach dafür da, die verschiedenen Bedürfnisse erstmal zu erfragen und zu gucken, wie wir Hilfestellung leisten können. Uns hilft, dass es einen Kiosk für Gehörlose gibt. Das vereinfacht das Bestellen. Und bei einem Sitzplatz für Gehörlose ist mir wichtig, dass vorne in der Mitte eine begleitende Gebärdensprachdolmetscherin sitzt, damit ich zum Beispiel Lautsprecherdurchsagen mitbekomme. Manchmal ist man auch abgelenkt, aber es gibt so ein kleines Vibrationsgerät, das habe ich in der Tasche. Und bei einem Knopfdruck der Gebärdensprachdolmetscherin vibriert das wie ein Handy. Und dann wissen wir direkt, es gibt eine Information. Von 2010 bis zur Geburt meines Sohnes war ich auch bei nahezu jedem Auswärtsspiel des BVB dabei. Jetzt fahre ich nur noch ab und zu mit. Am wichtigsten für uns Gehörlose ist es zu wissen, wie man vom Eingang des Stadions bis zum Gehörlosenblock kommt. Das schaue ich im Bundesliga-Reiseführer nach. Online kann ich da auch nachlesen, welche Kontaktpersonen es gibt, wie ich an Tickets komme oder ob es auch andere Gehörlosen-Fanclubs gibt. Das ist eine große Hilfeleistung der Bundesliga-Reiseführer. Gerade für Gehörlose ist das wichtig, auch rundherum so ein bisschen Informationen zu erhalten, auch bei Hilfestellung, wenn sie jetzt nicht genau wissen, wo kann ich mir was zu essen holen oder wie funktioniert das hier alles. Für mich ist es einfach nur schön. Es ist hier wie mein zweites Wohnzimmer. Das Stadion immer voll. Es sind immer 80.000 Leute da. Und das Ganze hier einfach in meinem Blut. Es ist sehr, sehr emotional für mich.